Ja, so, erstmal ganz herzlichen Dank an die Organisatoren für die Möglichkeit, hier über Naturwissenschaft, das Thema, sprechen zu dürfen. Also die Analogie von sprachlichen und genetischen Texten ist ja eigentlich eine ganz interessante, vielleicht auch attraktive Idee. Die ist aber keineswegs neu. Die geht mindestens zurück bis Darwin. Und heutzutage hat sie auch in die Populärwissenschaft Eingang gefunden. Der Ausgangspunkt, und ich danke dem Designer oder der Designerin von unserem Poster, für den Rosetta, der Ausgangspunkt in der Genetik und Bioinformatik, zumindest in der, im letzten Jahrzehnt, in den letzten Jahrhunderts, war ein ganz ähnlicher, ja, wie bei der Entschlüsselung und beim Verständnis von kretischen oder ägyptischen Hieroglyphen. Und was Sie hier sehen, ist ein kleiner Ausschnitt nur aus dem menschlichen Genom. Ja, das Genom ist die Gesamtheit der Erbinformation, die Gesamtheit aller Gene in einem Organismus, vorliegend in Form der DNA. Die DNA ist, die wir zumindest uns angewöhnt haben, die aufzuschreiben von links oben nach rechts unten, anthropozentrisch oder vielleicht sogar egozentrisch. Ein Text, ein linearer Text, der aus vier Buchstaben besteht im Prinzip. Das ist mittlerweile auch Schulbuchwissen und Schüler in der 9. Klasse lernen heutzutage die Grundstruktur der DNA kennen und bestimmte Grundprinzipien der Molekularbiologie, auf die ich noch eingehen werde. Kurz nach der Entschlüsselung der ersten vollständigen Genome in den 90er Jahren, ja, im letzten Jahrhundert, es ist auch gelungen, Genome zu vergleichen, weil man nach verwandte Spezies untersucht hat und die Genome von verwandten Spezies entschlüsselt hat, wie wir damals gesagt haben. Das Einzige, was wir allerdings hatten, war sozusagen diese Situation. Ja, wir hatten einen Text, aber wir hatten keine Bedeutung und wir wussten nicht mal, wo die Bedeutung, wenn überhaupt welche drin sind, wo die bedeutungstragenden Elemente in diesem Text versteckt sind. Und die Bioinformatiker sind Ende der 90er Jahre. Die hatten ein glühendes Betätigungsfeld darin herauszufinden, mit ganz ähnlichen Methoden, wie es die Frau Huber gemacht hat für Linear B, ja, nämlich indem er Worthäufigkeiten gezählt hat und Kontexte von Wörtern untersucht hat, innerhalb dieser Texte, wo möglicherweise irgendwas Interessantes darin versteckt sein könnte. Der andere Fall, wie gesagt, ist der, wo man schon zwei Genome sozusagen sequenziert hatte, wo man vergleichen konnte. Das ist eher die Situation des Rosetta-Steins. In der Tat, Informatikprogramme, die sich zum Ziel gesetzt haben, Gene innerhalb dieser Texte zu finden, von Genvorhersage gesprochen, ich spreche heute noch von Genvorhersage, die gab es in vielerlei Schattierungen und die Programme, die sich mit dem Vergleich von Texten beschäftigt haben, eins davon heißt nicht zufälligerweise Rosetta. Was Sie hier sehen, ist ein Stück Genom des Menschen, habe ich gesagt, und das ist ein Stück Genom unseres nächsten Primatenverwandten, des Schimpansen. Den haben wir heute auch schon kennengelernt. Wenn Sie genau hinschauen, ja, da sehen Sie ein paar Unterschiede, aber Sie sehen auch viele Gemeinsamkeiten. Ja. Also die beiden Texte, wenn man die noch weiter fortsetzen würde, das sind nur ca. 2000 Buchstaben und im längeren Bereich, das ist ein bestimmtes Cluster von Genen, was ich hier angeschaut habe, 100.000 Buchstaben. Wenn man die vergleichen würde, ja, und alignieren würde mit Textvergleichmethoden und ausrechnen würde, wie viele der Buchstaben sind identisch in diesen beiden Texten, dann kommt man auf eine Zahl von 98% Identität, ja, zwischen uns und dem Schimpansen. Die
Situation oder diese Analogie von genetischen und sprachlichen Texten, wie gesagt, die hat auch für sehr attraktiv gehalten worden, auch von Leuten wie Bill Clinton, ist die Entschlüsselung des humanen Lebens als Meilenstein sozusagen der wissenschaftlichen Entdeckung des 20. oder 21. Jahrhunderts gesehen, und der 2000, das war noch gerade in seiner Amtszeit, da hat sich nicht leben lassen, zusammen mit Tony Blair, die Entschlüsselung des humanen Genoms im Weißen Haus in einer Pressekonferenz zu verfügen. Ja, wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff. Mit Entschlüsselung, zumindest auch im Jahr 2000, hat man eigentlich nur gemeint, man hat jetzt den Text vorliegen. Man wusste noch nichts über Inhalt. Nichts über Bedeutung. Zur selben Zeit, in der Sprache der Gene und Book of Life, Entschlüsselung des Gesamtgenoms, erschien auch ein interessantes Buch von einer bedeutenden Historikerin, David Kay, die in diesem Buch Who Wrote the Book of Life die These vertritt, dass zu dieser Analogie von sprachlichen und genetischen Texten viel historische Kontingenz beiträgt. Historische Kontingenz insofern, als nämlich die Hauptakteure der Molekularbiologie, einige interessante Persönlichkeiten, die sich mit Textanalyse und Codierungstheorie im Kontext des Zweiten Weltkriegs und danach des entstehenden Kalten Kriegs mit Codierungsfragen beschäftigt haben, dass Hauptakteure dieser beiden Disziplinen zur selben Zeit ziemlich fundamentale Entdeckungen beitragen. Also ich nenne hier John von Neumann, Claude Shannon, Konrad Zuse, ja, also die Computerisierung der Wissenschaft, ja, also ganz massiv in den 40er, 50er Jahren Einzug gehalten. Und in der Molekularbiologie, die wird Leute wie Sanger, Friedrich Sanger, den werde ich noch mal kurz erwähnen, das ist eine interessante Persönlichkeit, hat nämlich zwei Nobelpreise bekommen. Rosalind Franklin war eine Mitarbeiterin von Crick und Watson. Crick und Watson sind die, die die Struktur der DNA entdeckt haben und dafür den Nobelpreis auch bekommen haben. Das war 1953, aber gut, das ist vielleicht ein etwas dunkleres Kapitel der Wissenschaftsgeschichte, zum großen Teil mit Ideenklau von Rosalind Franklin, und die ist leer ausgegangen, die Dame. Wir können ein bisschen lauter sprechen. Ja, kann ich versuchen, ja. Also, gibt es Schwierigkeiten hinten? Oh, das tut mir leid. Oder am Mikro. Und hier steht er. So, so viel sozusagen zu den einleitenden Worten über den historischen Kontext, der zu dieser Analogieentstehung beigetragen hat. Um Begriffe zu klären und vielleicht selber die Diskussion hier in Gang zu setzen, wie weit diese Analogie eigentlich trägt zwischen sprachlichen und genetischen Texten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einige wenige, aber doch grundlegende Tatsachen aus der Molekularbiologie nahezubringen. Es kommen solche Worte vor wie Übersetzung. Ja. Für Übersetzung verwenden wir natürlich in einem ganz anderen Sinne. So, die Molekularbiologie fängt an mit einem Dogma. Sollte man nicht glauben bei Naturwissenschaftlern, aber die nennen es wirklich so, meinen es aber eigentlich gar nicht so. Was damit gemeint ist, mit dem Dogma der Molekularbiologie, ist eigentlich nur eine Richtung des Informationsflusses von DNA als der Informationsspeichers, möchte ich mal sagen, zur, in der Mitte gezeigt, RNA als Informationsüberträger und drittens rechts gezeigt zum Protein. Das sind dann wirklich die Bestandteile, aus denen unsere Körper zusammengesetzt sind. Ja, das können Enzyme sein, das können strukturelle Proteine sein, unsere Haare sind Proteine, unsere Knochen sind Proteine. Was Watson und Crick 1953 entdeckt haben, war
die Struktur der DNA. Ja, das ist das, was ganz links oben gezeigt ist. Also die Struktur der DNA ist eine Doppelhelix und komplementär. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt. Denn nur mit der Komplementarität kann man sicherstellen, den Prozess, der hier links als Kreis angedeutet ist, nämlich den Prozess der Replikation. Man kann diesen Doppelstrang aufschneiden und beide Stränge als Vorlagen benutzen, um zwei neue Doppelstränge zu synthetisieren. Ja? Nur wenn diese Komplementarität gegeben ist, kann einer der beiden Doppelstränge und der andere der beiden Doppelstränge jeweils als Vorlage für Neusynthetisierung zweier neuer Doppelstränge dienen. Im Gegensatz dazu, dieser Informationsüberträger, die RNA, die ist nicht doppelsträngig, sondern die ist ein einzelsträngiges Molekül. Und die RNA wird schließlich von einer Maschinerie, die heißen die Ribosomen, abgelesen und in eine Protein, Aminosäurekette in ein Protein übersetzt, sagen wir. Ja? Also was wir hier vorliegen haben, sind zwei Prozesse, die stattfinden. Einmal reden wir von Transkription, das Überschreiben der DNA, der doppelsträngigen DNA in einzelsträngige RNA. Und das andere, die Translation, die Übersetzung, natürlich nicht weder in einem sprachlichen Sinne noch in dem Sinne, von dem Sie von Übersetzung gesprochen haben, zu verstehen. Die Übertragung von einer RNA, von einem linearen RNA-Molekül in ein lineares Proteinmolekül. Vielleicht muss ich näher fließen. Also der letzte Prozess nochmal, also was wir hier sehen, angedeutet ist die einzelsträngige RNA. Dieser Klumpen in der Mitte ist das Ribosom, die Maschine, die sozusagen die RNA abliest und mittels sogenannter Transfer-RNAs, das sind diese tRNAs, eine Aminosäurekette synthetisiert. Ja, wichtig dabei ist, sozusagen, wie funktioniert das? Es funktioniert dergestalt, dass immer drei Positionen der RNA, man nennt auch diese drei Positionen ein Codon, jeweils für eine Aminosäure kodieren. Ich hatte Ihnen gesagt, die DNA besteht aus vier Buchstaben, eine Sprache mit vier Buchstaben. Die Sprache der Proteine, wenn Sie so wollen, besteht aus 20 Buchstaben. Das heißt, man muss irgendwie sich einen Mechanismus, einen Codierungsmechanismus ausdenken, wie man aus einem Vier-Buchstaben-Alphabet Objekte in einem 20-Buchstaben-Alphabet kodieren kann. Und dazu rein kombinatorisch sind mindestens drei solche Bausteine, also drei RNA-Nukleotide nötig, um eine Aminosäure, ja, das sind die Elementarbausteine der Proteine, eindeutig spezifizieren zu können. Ist es besser ohne oder mit Mikro? Mit. Also Dogma der Molekularbiologie, Informationsfluss von DNA zum Protein. Auch das Dogma kann man diskutieren, soll aber jetzt hier nicht Gegenstand der Diskussion sein. Input DNA. Ich hatte gesagt, wichtig sind die Triplets, ja, also jeweils ein Codon kodiert für eine Aminosäure, zum Beispiel das TTT kodiert für die Aminosäure F und das ist ein Phenylalanin. Also die Molekularbiologen haben sich ein One-Letter-Code ausgedacht, also 20 Buchstaben, symbolisieren die 20 verschiedenen Aminosäuren, die das Leben verwendet. Ja, also F zum Beispiel steht für die Aminosäure Phenylalanin, R für Arginin, E für Glutaminsäure und so weiter. Wichtig hier ist sozusagen, es handelt sich um einen Code im strikten Sinne. Ja, also im strikten Sinne bedeutet, Input DNA bestimmt den Output Protein.
Und das ist das, und das geht vielleicht manchmal auch in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen durcheinander, was eigentlich jetzt Struktur der DNA und genetischer Code sind. Ja, also was wir mit dem genetischen Code meinen, ist es nur sozusagen diese Zuordnung von Triplets der RNA zu Aminosäuren. Ja, das heißt also, wenn Sie sich das in Form dieser Sonne vorstellen, ein Triplet von 3 C, G, C zum Beispiel, 3 Nukleotiden der RNA, kodiert für Arginin, diese Aminosäure. Und dieser universelle genetische Code, den benutzt das gesamte Leben, ja, also alle Organismen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, benutzen diesen genetischen Code, deswegen universeller Code. Dessen Entschlüsselung geht zurück auf zwei Herren, Matthei und Nierenberg. Matthei war Student in Bonn und dann am NIH bei Nierenberg diese bahnbrechenden Entdeckungen gemacht, welche Triplets für welche Aminosäuren kodieren. Ja? Auch Matthei, Nierenberg hat auch einen Nobelpreis bekommen, leider ist Matthei also auch leer ausgegangen. Okay, so, also wenn man mit der Molekularbiologie kurz nochmal historisch nachdenkt, dann denke ich, sind zwei wichtige Daten zu nennen, einmal 53 Watson-Crick, Struktur der DNA, überhaupt erklären zu können, wie die DNA Träger der genetischen Information sein kann, nämlich aufgrund auch ihrer Kapazität, sich zu replizieren. Und Entschlüsselung, das war wirklich dann die Entschlüsselung des genetischen Codes durch Matthei und Nierenberg zu Beginn der 60er Jahre. Ja. Auf der Seite der Linguistik habe ich hier mal oben genannt 51 Entschlüsselung von Linear B, ja, durch auch eine Frau, die mehr oder weniger wenig von den Lorbeeren eingeheimst hat, Frau Kober. Und ich habe, die Linguisten mögen mir verzeihen, meine Ignoranz, ich habe überlegt, was ist denn in 61 in der Linguistik Wichtiges passiert. Und ich habe gegoogelt, aber möglicherweise können Sie mir ja ein bisschen Hilfestellung leisten. Was ich gefunden habe, ist, ich denke, ist ein wichtiges Ereignis in der Linguistik gewesen. Chomsky ist nämlich Professor am MIT geworden. So, so viel sozusagen zur historischen Analogie und zur historischen Analogie von wichtigen Persönlichkeiten. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Also ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, diesen langen DNA-Text, ja, 2000 Buchstaben, den kann man noch verlängern, nach oben, nach unten. Und in dem DNA-Text versteckt sind die Gene. Also eine Frage der Bioinformatik, hatte ich Ihnen gesagt, war herauszufinden, wo sind die Gene? Das ist Punkt 1 und Punkt 2, aber das hatten die Molekularbiologen schon in den 70er Jahren herausgefunden. Ein Gen ist nicht ein lineares Stück auf der DNA. Ja. Ein Gen besteht aus einzelnen Teilen, die verwendet werden und nicht verwendet werden. Das heißt eine Art Mosaikstruktur. Ja, es gibt verwendete Teile, später fürs Protein, die heißen Exone. Und es gibt weniger wichtige Teile, das sind die Füllwörter der Stolperschen Reden, die heißen Introne. Und diese Introne, die werden in dem Prozess auf dem Weg von der DNA zum fertigen Protein, die werden an einer bestimmten Stelle herausgeschnitten, man nennt es auch Splicing, ja, also diese rosa gezeichneten Teile, die werden sozusagen aus der RNA durch Enzyme herausgeschnitten und nur der grüne Teil wird weiterverarbeitet und translatiert. Ja, wenn wir nochmal auf den Text von vorhin zurückgehen, dann haben wir zum Beispiel an dem oberen Pfeil den Start der Transkription. Das ist also praktisch da, wo die Transkription der DNA in RNA beginnt. Die wird dann linear durchgelesen bis zum Transkriptionsende. Ja, dann haben wir dieses Stück RNA. Und aus der RNA werden herausgespleist die hier rosa angezeigten oder hellblau angezeigten
und im Kleinbuchstaben beschriebenen Teile, die Introns. Ja? Und nur das Grüne, nur der grüne Teil sozusagen wird weiterverarbeitet und an die Maschinerie, an das Ribosom gegeben, die das Protein herstellt. Okay, und damit nichts, aber dann höre ich auch auf. Damit noch nicht genug mit diesem Spleißen. Es gibt auch alternatives Spleißen und das ist eigentlich ganz interessant. Heute weiß man, dass das sehr, sehr häufig ist. 1980 hat man gedacht, das sind nur wenige Ausnahmefälle. Es kann sein, ja, dass die bei dem Spleißen, in dem Prozess des Spleißens, manchmal Exone benutzt werden und manchmal nicht benutzt werden. Ja? Und mit manchmal meine ich, in manchen Teilen des Körpers, in manchen Geweben werden die benutzt, und in manchen anderen Geweben werden die nicht benutzt. Auf den Punkt werde ich gleich nochmal zurückkommen. Okay, kurz zusammenfassend nochmal, was haben wir jetzt gesehen im Prinzip. Wir haben gelernt mit der Sequenzierung des humanen Genoms, wie groß ist das humane Genom? Das sind nämlich circa 3 mal 10 hoch 9 Buchstaben. Ja, das ist also schon ein ziemlich langer Text. Das Genom enthält also die Gesamtheit aller Gene, das ist die Gesamtheit aller Chromosomen. Davon Protein kodiert, also der grüne Teil in dem vorigen Bild, der macht von diesen 3 mal 10 hoch 9 Nukleotiden nur 2% aus. Also das ist ein verschwindend geringer Teil. Es sind zwar immer noch 3 mal 10 hoch 7, 30 Millionen Buchstaben, das ist immer noch ein langer Text, aber verglichen mit dem Text des Genoms, den wir eigentlich zur Verfügung haben, um irgendwas zu sagen, ist es eben verschwindend gering. Insgesamt im Genom gibt es so circa 20.000 Gene und 98%, das ist die Frage, also ist das einfach nur Abfall. Ja. Heute weiß man, dass das sicherlich nicht so ist. Noch im Jahr 2000 wusste man das noch nicht. Und zwar, die Gene müssen reguliert werden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, alle Zellen, die in ihrem Körper sind, die haben zwar dieselbe genetische Information zur Verfügung, aber sie möchten nicht in allen Zellen ihres Körpers alle genetische Informationen auch, wie wir sagen, exprimieren. Ja, irgendjemand muss sagen, du wirst im Gehirn exprimiert und du wirst in der Leber exprimiert und du wirst in Blutzellen exprimiert und du wirst in Hautzellen exprimiert. Ja, irgendjemand muss das sagen und regulieren. Und sonst gäbe es ein ziemliches Durcheinander. Und wir wären nicht so hübsche Leute, wie wir sind. So, und also die Kodierung der Genregulation, ja, die muss ja irgendwie stattfinden. Und ein Großteil von diesen 98%, ja, der wirkt in einer oder anderen Weise mit an der Regulation von Genen. Und mit Regulation meine ich die zeitliche und räumliche Steuerung der Genexpression. Das heißt also zu sagen, in welchem Gewebe wird welches Gen in RNA transkribiert und in Protein translatiert. Und zu welchem Zeitpunkt, auch das ist wichtig. Ja. Wenn Sie aus der Eizelle sich entwickeln, ja, Embryo, bei den Fliegen gibt es dann die Larven, das Larvenstadium und so weiter, Sie durchlaufen ja ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien im Laufe Ihres Lebens. Ja, und in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien ist unterschiedlicher Text gefragt, unterschiedliche Informationen gefragt. Ja, also solange sie wachsen, solange Organe gebildet werden müssen, solange der Körper, die Anatomie sich ausbilden muss, sind ganz andere Gene von Bedeutung, als später im Metabolismus von biertrinkenden Männern. Ja. Und was wir mit differenzieller Genexpression meinen, ist zum Beispiel, also das ist ein Bild, das zeigt eine Larve, eine Fliegenlarve, dass an bestimmten Körperteilen bestimmte Gene exprimiert werden, die an bestimmten anderen Körperteilen nicht exprimiert werden. Ja? Also hier wird festgelegt zum Beispiel, was ist
vorne und was ist hinten und was ist oben und was ist unten in dieser sich entwickelten Larve. Ja. Nur oben sollen eventuell mal die Flügel wachsen und unten sollen die Beine wachsen und vorne soll der Kopf wachsen und sollen die Fühler der Fliege wachsen. Ja. Das muss da irgendwie gesteuert werden und dieses Programm der Gensteuerung, ja, das folgt eben nicht diesem strikten Code von der DNA zum Protein, sondern es ist abhängig von vielerlei Faktoren, auch Umweltfaktoren, in welchem Nährmedium zum Beispiel diese Fliegenlarve gerade sitzt, und ob es heiß ist oder ob es kalt ist, also von Temperatur zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger Taktgeber für Genexpressionssteuerung. So, also das ist eigentlich eine der im Moment spannendsten und auch noch in ihrer Vollständigkeit bei weitem nicht verstandenen Fragen der Molekularbiologie, besser zu verstehen, was ist eigentlich der Code, wenn es einen gibt, für die Genregulation. Ja? Wie werden Gene dazu gebracht, sich zu exprimieren, sich auszudrücken, sich in RNA zu überschreiben. Und nur um ganz kurz eine Vorstellung davon zu bekommen, der Balken hier, also die Linie ist repräsentiert DNA. Hier haben wir an dem Pfeil einen Start von Gen mit Exons und Introns und so weiter, wie wir das vorhin kennengelernt haben. Aber in der Tat ist der Bereich, wie wir sagen, upstream, also hier auf der Tafel links von dem Transkriptionsstart, der ist vollgepackt mit irgendwelchen Erkennungsmotiven, die DNA. An diese Erkennungsmotive können Proteine andocken, so sie zur Verfügung stehen, und in Wahrheit steuern sozusagen diese Interaktionen zwischen DNA und Regulationsprotein, steuern, ob ein Gen exprimiert wird oder nicht. Okay. Und das Ganze kann auch dreidimensional, also muss man sich nicht linear vorstellen, es kann auch im dreidimensionalen Raum stattfinden, zum Beispiel das Gen hier, also die sogenannte Polymerase, das ist das Objekt, was die DNA abliest und in RNA übersetzt. Ja, die kann starten, wenn zwei Proteine, zum Beispiel dieses Grüne und dieses Braune, hier in nahen Kontakt kommen, miteinander als auch mit der DNA interagieren können. Ja? Und dazu kann es durchaus sein, dass die DNA sich auch zu Schleifen ausbilden muss. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Bindestellen für diese Proteine auch in geeignetem Abstand voneinander sitzen. Auch das hat man, wie gesagt, erst gelernt, nachdem man das gesamte Genom von Organismen entschlüsselt oder bestimmt oder sequenziert hatte. Okay, also, Genom hat man gesagt, 98% Abfall vermutlich nicht. Kodierung der Genregulation nimmt viel Raum ein im Genom. Und es bleibt aber immer noch ziemlich viel übrig eigentlich. Also selbst wenn man diese ganzen Regulationsmotive und so weiter mit berücksichtigen würde, hat man immer noch genug Platz, um das evolutionäre Spielwiese des Genoms zu nutzen. Und eine Frage, also die im Zusammenhang mit dieser Bedeutung der Junk- oder Nicht-Junk-DNA sich gestellt hat, ist, wie sollen wir überhaupt versuchen, das zu annotieren? Ja? Also wie sollen wir rauskriegen, wo diese genregulatorischen Elemente sitzen, wenn wir noch gar keinen Nutzen haben? Ja, und also hier sind wir wieder genau in derselben Situation wie Frau Kober mit Linear B. Wir müssen also versuchen, durch Zählen von Wörtern, von Worthäufigkeiten, von Kontextanalysen, müssen wir versuchen, wo ist interessant und wo ist es weniger interessant. Und ein internationales Projekt, was ich das Anliegen hier zum Herzen genommen habe, sozusagen aufzulisten, alle Codierenden, wie das Encode-Projekt steht für eine Encyclopedia of DNA Elements, also aufzulisten alle Codierenden für was auch immer von Elementen, von DNA-Elementen. Dieses Projekt ist im Moment ein laufendes internationales Forschungsprojekt und hat auch die ersten Daten produziert.
ist unterwegs seit 2003 und eine Erkenntnis zum Beispiel ist, dass zwar nur 2% wirklich in Protein übersetzt, translatiert werden des Genoms, aber dass viel mehr der DNA, nämlich insgesamt, wenn man das über alle Zelltypen und über alle Entwicklungsstadien aufsummieren würde, würden ca. 75% des Genoms zumindest in den ersten Schritt der Benutzung erfahren, also in RNA transkribiert werden. Okay, wie viele Minuten habe ich denn noch? 5? Ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das Publikum befragen und wie hungrig das Publikum ist. Ja, maximal 5 Minuten. Maximal 5 Minuten, gut. Also dann möchte ich noch was sagen zur Evolution. Also das Genom ist ja keine statische Entität. Das Genom ist ausgesetzt Prozessen, im Laufe der Evolution Prozessen wie Mutation und Selektion. Das ist ganz ähnlich, wie wenn man den Wortgebrauch zum Beispiel in natürlichen Sprachen verfolgen würde, über Jahre hinweg, dann würde man auch Veränderungen feststellen. Das anfängliche Beispiel, was ich Ihnen gezeigt hatte, Mensch und Schimpanse, ja, ich hatte gesagt, also 2% Divergenz finden wir hier, 98% Identität. Das hat natürlich damit was zu tun, dass Mensch und Schimpanse ja keinen gemeinsamen Vorfall hatten. Sie hatten heute früh das erwähnt. Ja, also evolutionsbiologisch gesprochen, das sind ca. 6 Millionen Jahre, ist das ein Klacks eigentlich in der Evolution. Aber immerhin, ja, also 6 Millionen Jahre führen zu, verglichen zum gemeinsamen Vorfall von Mensch und Schimpanse, 2% Divergenz in unserem genetischen Material. Ja. Wenn man das ausrechnen würde, also wir gehen auf den gemeinsamen Vorfahren zurück, 2% genetische Divergenz, 2 mal 6 Millionen Jahre Zeitdivergenz. Wenn man diese Zahlen sozusagen benutzen würde und dann den Dreisatz anwenden und sich fragt, ja, wie lang ist sozusagen die Divergenzzeit zwischen zwei zufällig ausgewählten Menschen, ja, dann stellen wir Folgendes fest: 99,9% unserer DNA ist identisch zwischen zwei Personen, ja, also 0,1% genetische Divergenz. Wenn man jetzt die Zahlen von oben benutzen würde, um unten auszurechnen, welcher zeitlichen Divergenz das entspricht, dann würden wir auf eine Zahl von 300.000 Jahren kommen. Das ist natürlich zu viel, ja, das wissen wir. Wir haben keine 300.000 Jahre zwischen zwei zufällig ausgewählten Personen zu ihrem letzten gemeinsamen Vorfahren. Das, was das zeigt, ist, dass sozusagen nicht nur Mutationsprozesse eine Rolle spielen bei der Evolution, also die Divergenz der Gene und Genome sozusagen durch Akkumulation von nicht richtig replizierten DNAs erfolgt, sondern auch Selektionsprozesse eine Rolle spielen. Ja. Also auf dieser längeren Zeitskala, Mensch und Schimpanse, kann man sagen, da die Gene so wichtig sind, haben sich relativ gesprochen wenige Mutationen angesiedelt. Wenn man nur zwischen zwei Menschen gucken würde, ziehen wir relativ viel mehr Mutationen, sodass die Zeitschätzung zu weit zurückreichen würde. Also ich will nur sagen, anhand solcher Zahlen kann man zum Beispiel ein Argument machen, dass die Evolution getrieben ist, nicht nur durch mutative, sondern auch durch selektive Kräfte. Und wenn wir den Vergleich nochmal ziehen zwischen Sprache und, also Evolution von Sprache und Evolution von DNA-Sequenzen, dann sehen wir ganz ähnliche Histogramme, wenn man die ähnlich skaliert. Was links gezeigt wurde, ist eine Mean Word Replacement Rate. Ja, dann wurde Englisch untersucht in einer Studie 2007 von Pagel, Atkinson und Mead. Und die haben also pro 10.000 Jahre haben sie festgestellt, die mittlere Replacement Rate, also dass sozusagen neue Wörter in die Sprache Eingang finden und übernommen werden von der Mehrzahl oder allen Sprechern, ja, die ist 3 pro 10.000 Jahre.
Auf eine ganz ähnliche Zahl würde man kommen, wenn man sich fragt, wie viele Mutationen kommen in die DNA und werden übernommen von der Mehrzahl der Mitglieder einer Population, einer Spezies. Ja, also wenn man das entsprechend skalieren würde, würde man hier kommen auf mittlere Rate von 6 pro 10.000 Jahren. Das heißt, also wir haben als evolutiv haben wir auch ganz ähnliche Prozesse, mit denen wir es zu tun haben. Die Zeitskalen, wenn man das genauer analysieren würde, wird man natürlich feststellen, sind etwas unterschiedlich. Aber die evolutiven Kräfte, mit denen wir es zu tun haben, die würden in ganz ähnlicher Weise in linguistisches Modell und in genetisches Modell Eingang finden. Letzter Punkt, bevor die 5 Minuten um sind. Untersuchung der genetischen Variabilität innerhalb einer Population. Ja, das hat sich das sogenannte 1000-Genom-Projekt zum Ziel gesetzt. Das wäre auch ein Projekt gewesen, was vor 15 Jahren noch undenkbar gewesen ist, dass man wirklich das vollständige Genom von 1000 Individuen sozusagen sequenziert bestimmt und dann das Rohmaterial hat, um zu vergleichen, wie sehr unterscheiden wir uns, welche Krankheitsdispositionen haben wir, zu identifizieren, welche Varianten sind häufig, welche Varianten sind weniger häufig, welche Varianten sind verknüpft mit einem bestimmten Umwelt, mit bestimmten Umweltbedingungen, ja, das ist eine interessante Frage. Welche Varianten sind verknüpft mit einem bestimmten Phänotyp? Wenn wir uns da nochmal kurz die Zeitleiste uns anschauen, also von den 50ern bis heute sozusagen, ja, der Herr Sänger, ich hatte den vorhin erwähnt, ja, die erste Sequenz von einem biologischen Makromolekül, das war nicht eine DNA, ja, das war eine Aminosäure-Sequenz, das war nämlich das Protein Insulin. Ja, das hatte Sänger 51, diese Sequenz ist vor der Entdeckung der DNA-Doppelhelix-Struktur sozusagen noch publiziert worden. Dafür hat er den ersten Nobelpreis gekriegt. Dann hat er DNA-Sequenzierung technisch möglich gemacht. Dafür hat er einen zweiten Nobelpreis gekriegt. Und das war dann ab den 70ern. Also DNA-Sequenzen, die sind sozusagen ab den 70ern konnten die erst hergestellt werden. Und dann habe ich Ihnen gesagt, also 2000 war dann eigentlich so ein Meilenstein, Genom des Menschen, ENCODE-Projekt 2003 gestartet, 2010 das 1000-Genom-Projekt des Menschen. Und beachten Sie, also ich habe das an die Seite hingeschrieben, bis 2000, also zumindest bis 2010, so war der Fokus der Genomsequenzierung auf eine einzelne Spezies als Repräsentanten der Spezies zu sequenzieren. Während heute gucken wir uns eher an einzelne Individuen. Ja? Also wir gucken uns nicht mehr, wenn wir von dem humanen Genom reden, dann müssen wir eigentlich genau dazu sagen, ob es von Karl Schmidt ist oder von Käthe Müller. Ja? Und der Prozess, ja, der wird in die Technologieentwicklung, wird uns sicherlich in Kürze dazu bringen, dass das einzelne das Genom einzelner Zellen uns angucken können. Ja, das ist insbesondere, also all diese Sachen werden immer mit der medizinischen Relevanz natürlich gerechtfertigt, aber in der Tat, also wenn wir uns einzelne Zellen angucken können, dann können wir auch wirklich verstehen, was Krebszellen unterscheidet von Nicht-Krebszellen. Ja. Okay, ich entlasse Sie sozusagen mit dieser Tabelle. Ich wollte ja sagen, sozusagen als Diskussionsgrundlage mal zu überlegen, wo wir eigentlich diese Analogien sehen, tragen sie oder tragen sie nicht. Ja, also wir reden zum Beispiel von Transkribieren, DNA, RNA. Am ehesten auf der linguistischen Seite würde ich wirklich sagen, das Transkribieren von in den lautsprachlichen Texten wäre das Analogon. Ja. Oder Sie haben einen Text zu Hause, das Märchenbuch und lesen abends die Gute-Nacht-Geschichte den Kindern daraus vor, einen Text vorlesen, ein Kapitel vorlesen. Ja, das ist sowas wie ein Genexperiment. Translatien, ich glaube, hier kommen wir in Schwierigkeiten.
Latin, ja, Translatieren, denn was wir hier mit Translatieren ist eigentlich keine Übersetzung von Sprachen. Also hier wird sozusagen die Bauanleitung ausgeführt. Ja, wenn die RNA in Protein übersetzt wird, ja, dann wird eigentlich ist sowas wie den IKEA-Schrank dann aufbauen. Wir haben den Freund, der die Anleitung vorliest, das ist die RNA-Polymerase, und Sie selbst sind das Ribosom, Sie bauen den Schrank auf. Okay, letztes Bild. Ja, jetzt ist mir irgendwie gesagt, sozusagen den Vergleich vollziehen zu können, also Nukleotid und laute und atomare Zeichen. Ich glaube, diese Analogie würde jeder kaufen. Wichtig wird es hier, ja, also ich rede immer von Genfunktion. Also was die Biologen interessiert, ist natürlich die Funktion des Gens. Aber ist das Analogon in der Linguistik? Ist das die Bedeutung des Textes? Also ich tendiere dazu, ein vorsichtiges Ja als Antwort zu geben, aber ich denke, das ist sicherlich eine Sache, die nicht allgemein akzeptiert wäre. Okay, gut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.